bin unter Deck gefallen. Oh, scheiße! Er ist direkt an mir vorbeigesprungen. Ja, sehr gut. Irgendwer hat ihn getroffen. Ja. Ah, Gott. Wo ist das Schiff? Wo ist das Schiff? Moin, herzlich willkommen zurück zu Sea of Thieves. Ich bin unterwegs mit der Crew von der Captain Shift und beim letzten Mal ist es uns schon gelungen, einen Megalodon zu töten. Mal schauen, was uns jetzt so vor die Kanonenrohre schwimmt. Haben wir jetzt eigentlich unser Beiboot mitgenommen? Ja. Haben wir? Angehalten. Nice. Hä, wo ist denn das? Hier drunter? Hängt hier unten? Hinten? Hinter der Captain's Kabine. Will mir das mal angucken. Die ist gar nicht. Ich will auch gucken. Doch, da ist es. Kann man da rein? Kann ich da? Ah. Ja, ich bin drin. Ah. Wahnsinn. Stimmt, man kann ja, hier ist ja eine Tür am Rand gewesen, ne? War hier nicht ja, eine Tür? Hier. Ja, nur auf der einen Seite. Hm? Nur an Backbord. Ah. Ah, ich geh mal wieder ins Kränen, das ist mein Job erledigt. Genau. Auch schön. Du bist der einzige Vernünftige hier, auf den ich mich verlassen kann. Was? Deine ist ein Arbeitsverweigerer und der Spielwehr weiß es halt nicht besser. Ich bin ja der Einzige, der hier arbeitet. Stimmt, du hast doch gerade alleine die ganze Insel gelootet, ne? Ja, ich habe alleine gelootet, ich habe vorhin alleine den Anker gelichtet, damit wir endlich mal loslegen, währenddessen ihr alle rumgestanden habt. Wir sind alle stolz auf dich. Ja. Ohne dich würde hier nichts laufen. Ja, ich glaube, ich erschieße jetzt mal den Captain. Nein, nicht. Nein, wir stoßen jetzt auf dich an mit einem Grog, würde ich sagen. Oh, das finde ich eine gute Idee. Das ist eine super Idee. Aus meinem Schädel raus. Was war das? Schüsse. Dieses Pinkelgeräusch hier unten macht mich mega nervös. Ach, mein... Ich glaube, mein Suff ist alle. Ja, wir haben ein Fass an Bord. Wo denn? Und neben der Küche. Wo die Küche ist. Da, wo die Küche ist. Wo ist denn hier eine Küche? Wenn du runtergehst, links da. Ah, hier. Ist das eigentlich die richtige Insel, auf die wir zusteuern? Ja, eigentlich, ich würde sagen, ja. Ne? Die größere dahinter müsste das eigentlich sein. Hinter dem Felsending. Warum schwankt das denn hier so? Ich kann meinen Krug nicht auffüllen. Ah, grüß dich, hi. Herr Zitronen, ja, ich kaufe dir deinen Zitronen irgendwann ab, glaub mir. Die sind übrigens immer noch nicht angekommen, deine anderen Zitronen. Ui, oh, ist Gott. Schon wieder ganz schön schwer, sich hier auf den Beinen zu halten. Haben wir jetzt eigentlich schon angestoßen? Prost! Prost! Wo sind sie denn? Hopp, hopp, rin in den Kopf! Ich bin in den Keller gefallen. Jetzt schon! Ich höre euch zwar saufen, aber ich weiß nicht, wo ihr seid. Wo versteckt ihr euch hier? Ja, wo. Da, wo das Fass ist. Tommy, du hast gebrochen. Lass es. Euch fallen Sachen aus dem Gesicht. Geh mal wieder. Ich kann nichts sehen. Ich auch nicht. Hey, ich hab auch noch was im Eimer. Ich hab meine Kotze von der letzten Sauftour aufbewahrt. Ich hab sie aufgehoben. Als Erinnerung. Oh. Ganz frisch und warm. Kann mal jemand auf eine Karte gucken? Was? Nee, kann ich gerade nicht. Okay. Karte? Was ist das? Noch ein Stück, warte. Genug Whispers, ist richtig. Oh nein, ich treffe die Treppe nicht. Okay. Da sind wir jetzt. Oder waren wir hier schon? Verzeihung. Nee, auch der Warnkreis ist es nicht mehr. Eigentlich wollte ich zu dieser Insel oben, da auf der. Aber wenn du jetzt geradeaus weiterfährst, also gen Osten weiter, da kommt noch hier Wankiers Refugee. Ich kann es nicht lesen, weil es so wackelt. Oh, ich habe mich selbst vollgebrochen. Nein, ich habe dich vollgebrochen, ich war das. Also weiter gen Osten, also jetzt eher gen Nordosten. Der Sergeant kotzt aus der Kanone. Ja, deswegen steht das Refugee. Meine Keime. diese Geräusche. Ja, Schmatzen. Und dann noch dieses Pipi-Geräusch im Keller. Herrlich. Deswegen stecke ich in der Kanone, da kann ich nämlich nie umfallen. Du hast gerade aus der Kanone rausgekotzt. Und tschüss. Hilfe! Ich wollte doch nur ein Nickerchen machen. Sarge ist von Bord. Das sah aus wie so ein Springbrunnen, wie du aus der Kanone rausgekotzt hast, herrlich. Jetzt habe ich unter Wasser gebrochen. Ja toll, und da baden Fische drin.
Ich glaube, das ist Chlorwasser. Das hat so eine komische Farbe. Ja, das haben die extra geklort, den Ozean, weil die genau wissen, dass wir reinbrechen. Ja, scheinbar. Oh. Da ist Kinderpipi drin. Oh. Immer noch voll. Ich habe gerade mal einen halben Becher Grog. Ey, das ist voll nah an der Realität. Ich habe einen halben Becher Grog getrunken und bin voll. Titus, wenn wir alle einsperren, die gekotzt haben, sind wir alle eingesperrt. Ja, brauchen wir ein größeres Gefängnis. Ja. Und jemand, der uns einsperrt. Wir brauchen ein Gefängnisschiff. Ja. Oh ja. Knastschiff. Wegen uns echt langsam, wa? Krass. Prozessen. Ja gut, wenn wir... Der Wind kommt von vorne. Mhm. Ja, ich weiß. Ist das da vorne schon wieder die Insel, wo wir hin müssen? Zeit vergeht, ey. Ist ja unglaublich. Wenn man Spaß hat und trinkt. Ja. Mit Alkohol wirklich nicht so schnell. Herrlich. So, dann, müssen wir ja schon wieder bereit machen zum Ankern. Regen uns langsam dazu. Ich hab keine Bananen mehr. Bananen. Oh. Wanderers Refuge. Also übrigens beim neuen Update habe ich jetzt auch schon wieder ein Video gesehen, was richtig cool ist. Da kriegt man ja so eine Harpoon, wenn man die vorne dann rankriegen. Und mit dem kann richtig geile Moves machen. Das ist schon das mit der Arena dann, oder? Das nächste Update. Ja, genau. Das richtig ist groß und richtig fettes Update. Das ist witzig, weil das gab's auf der TwitchCon zum Anspielen. Oh, und? Hast du gemacht? Ich hab's nicht angespielt. Oh. Nee, ich hatte mich so gewundert, was war eigentlich bei Sea of Thieves das letzte Mal? Ich hab das vor lange nicht mehr gespielt und dann ist mir so klar geworden, könnte das neue Update sein? Aber ich hatte so viele andere Sachen noch auf dem Zettel, dass das irgendwie gar nicht so wichtig war in dem Moment. Irgendwie. Und naja, dann ging das irgendwie so an mir vorbei quasi. Naja. Ja. Aber das gab's da. Das gab's da tatsächlich, ja. Aber fragt mich jetzt, wie gesagt, nicht, ob es noch irgendwas da gab, was man da noch machen, also jetzt sehen konnte in Bezug auf Neuigkeiten von Sea of Thieves. Ich weiß, dass ich heute eine Mail von Microsoft tatsächlich gekriegt habe mit einem Rundschreiben, von wegen, was da dann kommt im neuen Update, aber das habe ich mir jetzt auch alles nicht gemerkt. Da waren auf jeden Fall noch eine Solo-Kampagne war dabei. Ja, das also ist irgendwie das so eine Art, genau, so ein Abenteuer, so mäßig irgendwie sowas. Genau, so ein Taller, Abenteuer. Irgendwas mit Paul. Und das war halt das, was mir so ein bisschen hat aufhorchen lassen, weil das war ja bisher bei Sea of Thieves eigentlich gar nicht so, dass man versucht hat, so Einzelspieler-Inhalte reinzubringen irgendwie. Das ist ja schon irgendwie was ganz Neues eigentlich. Das weiß ich halt nicht, ob das ein Einzelspieler ist. Das stand explizit drin. Das stand explizit so drin. Achso, ich habe das so verstanden, dass es so eine Art so Dungeon-mäßig ist. Dass du halt quasi mit deiner Kuh dann in so ein Dungeon gehst und dann halt nur mit der Kuh dann aber bist, aber nicht halt quasi. In der Mail stand explizit drin, dass du es sowohl mit mehreren Leuten halt, aber auch alleine machen kannst. So, deswegen. Okay. Fand ich ganz interessant. Ja, gut, du kannst das Sea of Thieves an sich auch alleine spielen, ne? Also ohne. Ja, aber das ist sehr schwer, habe ich festgestellt. Also, es ist schwerer als wie wenn du. Möglich. Es ist möglich, aber es ist ja. Ich habe es ja schon mal auch. Für Videos und so habe ich es auch schon mal probiert alleine, aber das ist wirklich. Also selbst das kleine Schiff alleine zu steuern, ist ein Akt. Also. Du musst ja alles selber machen. Du musst selber navigieren, du musst selber schießen, dich verteidigen, das Schiff ausrichten, selber betrinken, genau. Du musst selber Musik machen, genau. Du musst selber mit dir reden. Ja. Das ist unglaublich. Schätze musst du auch selber ausgraben. Du kannst jetzt nicht so wie ich hier jemanden dabei zugucken, wie er gräbt. Das geht einfach nicht. Oder so wie ich, einfach nichts machen. Ja, genau. Ne? Nichts machen, einfach zugucken, herrlich. Einfach irgendwelchen Blödsinn labern. Die ganze Zeit. Arbeit fasziniert mich. Ich könnte stundenlang nur zugucken. Kenn ich. Herrlich. Ja, herrlich. Sehr schön. Ich gucke jetzt mal auf die Karte, was wir eigentlich machen müssen. Es ist genau der richtige Moment, sich jetzt zu informieren, was wir eigentlich machen müssen. Was geht hier überhaupt ab? Das ist schon die Insel, wo wir nur die Kreuze haben, oder? Und wo wir jetzt. Ja, ja. Okay, gut. Dann kann ich ja auch mal gucken, ob ich was finde. Wir sind im Süden der Insel, haben wir uns geankert. Sehr gut, okay. Dann ist ja im Norden noch ein Kreuzchen so ein bisschen und in der Mitte sind zwei. Ja. Welche suchst du denn? D3 oder E3? E3 suche ich. E3, okay. Wobei jetzt da die Frage zu klären wäre, bin ich überhaupt in E3? Ja gut. Das frage ich mich ständig. Es ist hart, wenn mich deine Hand nimmt und sagt, komm, setz dich, wir trinken Grog. Hier, warte mal, da ist so ein Schniepel Wasser, der in die Insel ragt. So, und jetzt muss ich gucken, jetzt muss ich mich am Schniepel orientieren. Ich muss über dem Schniepel sein im Norden. Was zur Hölle? Nicht so oft anfassen.
Nee, das ist schon, das passt schon. Also, warte, jetzt gehe ich hier den Weg lang. Es ist am Weg. Das muss am Weg sein irgendwie. Warte mal, hier ist der Felsen. Hier fängt der Felsen an. Da, wo das Huhn rumläuft. Ja! Ich hab's. Jawohl. Hat er. Haben wir jetzt alle? Endlich, ja, ich hab mal wieder was gefunden. Jetzt hab ich den zweiten. Oh nein. Oh nein. Hilf dir, Sarge. Truhe entdeckt von Sarge und Handwerker. Oh ja, es ist die Heultruhe, oder? Nein. Oh ja. Hey, dann sind unsere Pflanzen immer gewässert. Das ist doch gut. Ja, lass, super. Lass die Kiste hier. Das freut, ey. Ah, Truhe des Captains, herrlich. Endlich habe ich mal wieder was Produktives getan. Toll. Was für ein schönes Gefühl das ist. Letztens hatten wir das, da haben wir drei Heultruhen gefunden. Das war erstmal spaßig. Oh ja. Okay, das ist krass, ja. Ja, das war richtig eklig. Viel spaßiger fand ich aber das, wo wir die eine Heultruhe hatten, die dann angefangen hat zu heulen, unser Boot vollgelaufen ist und genau in dem Moment gab es den Server-Restart oder was auch immer das da war. Wir konnten nichts machen, die Truhe heulte weiter und hat das Boot versenkt. Ja, stimmt. Das war episch. Schön, dass wenigstens die Truhe beim Server-Connect noch online bleibt und weiter heult. Ja, ja, und herrlich. Dass das Wasser auch weiter steigt. Ah, Fass! Oh, Fass! Ja, er ist hinter dir her. Du machst das super! Bist du tot? Ja, ich oh, Scheiße. Aber keine Sorge, die Truhe ist, die hält sich selbst über Wasser, genau. Denkt an die Mission. Genau. Lass mich zurück. Keine Angst, ich habe die Truhe voll im Loot. Bam! Wir kommen! Wir haben den Loot! Hey, tot, mein alter Freund! Was ist? Ich hab noch neulich gepokert. Was ist mit deinen Pokerschulden? Wie sieht's aus? Ach so, ich dachte gerade, ich habe da gerade was im Chat gelesen und dachte gerade, es gibt täglich Updates im Experimental, aber das bezog sich auf Subnautica. Ich habe schon gedacht, hä, bei Sea of Thieves gibt es einen Experimental-Mod? Ja, den hätte ich auch gern gewusst, ja. Das wäre aber interessant, ey. Übrigens, was mir aufgefallen ist, bei der Galli, da gibt es ja hier diese Unterdeck-Ladeluken der Kanonen. Warum stehen da keine Kanonen drin? Sag mal, können wir eigentlich die Heultruhe hinten einfach im Beiboot lagern? Hier schreibt ja, jemand gerade, hier schreibt gerade Starlord zu dem Thema. Es gibt einen Bug, wenn ihr die Truhe der Sorgen ins Ruderboot legt und es dann andockt, dann dürft ihr sie bis zum Verkaufen nicht mehr anfassen und das Schiff läuft nicht voll. Also wir müssen erst abdocken, das Ruderboot, die Truhe reinpacken, das Ruderboot mit der Truhe drin andocken und dann nicht mehr anfassen. Und dann okay, soll das Boot nicht volllaufen. Ich habe so gemacht, wie es behauptet wurde. Echt? Okay. Und haben wir ein Problem? Aber während sie heult oder während sie... Muss ich das schon aufgeholt haben? Ich glaube, das ist egal, oder? Das ist glaube ich, auch egal. Das hatten wir jetzt, wo Spielberg das sagt, fällt mir das auch auf. Wir hatten das ja auch schon zwei, drei Mal, dass wir die dann auch im Beiboot hatten. Und dann ist die nicht vollgelaufen, aber hatten wir sie irgendwann mal angefasst. Und dann lief das Boot nämlich voll, ja. Also jetzt habe ich es so Moment gemacht. Läuft also nicht voll. Dann lass es doch so machen am besten, oder? Also grundsätzlich finde ich das sowieso gut, die da hinten zu lagern, weil wenn man irgendwie, wenn du Not am Mann hast, dann koppelst du zur Not mal das Beiboot ab und ja. Dann bist du zumindest wieder safe. Dann bist du so los so erstmal. Ja. Und das Beiboot läuft ja eh nicht voll. Eben. Ja, das ist gut. Es ist zwar ein bisschen böse Zungen würden behaupten, wir machen Bug-Using. Nein! Was? Niemals. Wir nutzen die Möglichkeiten, die uns das Spiel zur Verfügung stellt. Genau. Wer was anderes behauptet, der wohl anders interpretiert. Der lügt und wird rausgefiltert. Das ist ein Bot, der was anderes behauptet. Alle Bots. Also ich würde Google jetzt sagen, das ist einfach nur ausgleichende Spielgerechtigkeit, weil das Spiel verarscht uns ja auch, wo es kann. Genau. Genau. So. Oh ja, Segel runterlassen, da war ja was. Genau, sehe Situationen bei Server, was auch immer, Wechsel, Restart oder was auch immer das für. Warum? Vielleicht weiß ja der Spielerchat. Was ist denn das immer, wenn diese Nachricht erscheint? Ist das ein Serverwechsel? Ist das ein Restart des Servers? Oder, müsstest den Leuten noch erklären, welche Nachricht? Na, die mitten auf dem Bildschirm auftaucht, wo man denn nichts mehr machen kann. Immer diese mit dem, ja, fremde Gewässer etc. steht dann irgendwann. Ich helfe mal dem Sergeant beim Anker. Also ich weiß nicht, welche gemeint ist. Ich habe die noch nie gesehen, glaube ich. Ich kann mich nicht erinnern. Die kommt auch irgendwie immer so ganz, ganz random irgendwie mal. Mhm. Wir wissen halt immer nicht, ist das ein Server-Neustart? Ist das irgendwie, hängt der Server? Was hat das zu sagen? Keine Ahnung. Süden, Tommy. Süden? Norden. Norden, was denn du? Also ich würde wahrscheinlich erst nach Norden fahren, der ist ja wirklich so weit. Erstmal. Norden, Süden, Osten. Flanders ist direkt unter uns. Der Jack schreibt völlig richtig, es ist kein Bug, es ist ein Feature. Achso, warte mal. Ja. Also ich kann nicht. Ja, kann Süden sein. Fasja meint, dann werden zwei Server zusammengelegt, weil es nicht möglich sein soll, dass man allein auf einem Server ist.
Also das heißt, dann ist man quasi alleine auf dem Server und damit man nicht mehr alleine ist, kommt ein anderer Server und stößt dazu und dann werden aus zwei Servern einer. Okay. Ah, okay. Okay. Interessante Technik auf jeden Fall. Ich wusste auch noch nicht, dass man hier von zwei Seiten an die Karte rangehen kann. Das, deswegen war bei mir gerade Norden-Süden. Ah, okay. Liest du aber meine Nachrichten oder Kommentare? Ich bemühe mich, die wichtigsten Nachrichten auf jeden Fall zu lesen, aber da wir ja heute zu viert sind, möchte ich auch nicht ständig immer unterbrechen, indem ich irgendwelche Nachrichten vorlese. Deswegen beschränke ich mich auf die Nachrichten, die auch einen Informationsgehalt haben. Also bitte bitte ich da um Verständnis, damit ich hier nicht ständig die Kollegen unterbrechen muss, wenn hier vielleicht auch wichtigere Dinge besprochen werden. Ne? Die Kollegen hier, die Crew muss ja auch kommunizieren hier. Ne? Wir können ja nicht die ganze Zeit nur labern. Ganz wichtig. Aber ihr seid uns trotzdem wichtig. Sea of Thieves Insider. Es ist, glaube ich, so eine Art Experimental-Version. Das ganze Spiel ist ein Experimental, genau. Jetzt heult sie übrigens. Also und es geht? Glaube nicht. Also ich habe jetzt nicht geguckt gerade, aber ich bin jetzt... Glaub, sie ist nicht voll. Also es wird nicht voller. Übrigens, links von uns sind gerade Fässer, aber... Da hinten sind jetzt zwei Nintendo-Schiffe. Glaube ich. Hallo? Doch, sie wird voller. Warte mal. Was? Was ist jetzt voller? Doch, es wird voller. Das Schiff? Es wird voller. Ja. Haben wir das nicht richtig gemacht? Dann lasst uns schöpfen. Ich schöpfe mal schon. Voller? Ich bin mir nicht sicher. Warte mal, da ist schon irgendwas in meinem Eimer. Ich glaube, das wirst du schon merken, wenn das voller wird. Weil dann geht das ja doch recht schnell, wenn die anfängt zu heulen. Habe ich dich erwischt? Mit was denn? Mit der Kotze, die ich. Egal. Hiking, um mal hier den Chat beim. Captain Shift hier mal zu verfolgen. Der Captain hat ja keine Zeit offensichtlich. Der hat ja auch gerade erst geschrieben. Apropos. Wir werden übrigens mal wieder beschossen von der Insel. Sollen wir zu der hin da? Ja, ja, genau da, uns? Genau da. Ich bin an den Segeln. Okay. Bist du am Steuer? Nee, oder? Ja, ich bin am Steuer. Aber ich habe hier keinen Input mehr gekriegt, der mir geholfen hätte. Hoppla, wir haben jetzt, glaube ich, gerade das ganze Wasser von den Pflanzen rausgeschöpft. Ja, wollte ich auch gerade so. Die Heultruhe macht das. Noch Pflanze. Aber es läuft nicht so richtig voll gerade tatsächlich. Dann scheint das wirklich zu funktionieren gerade. Oder es funktioniert mal so, mal so. Nicht so ganz so zuverlässig, aber es funktioniert ab und zu mal. Ich nehme mal ein bisschen Wasser aus dem Wasser. Ich nehme mal ein bisschen Wasser aus dem Wasser. Jo, den Anker lichten, senken, setzen, runterfallen lassen, hochheben, runterfallen lassen. Moinsen Lea. Lea ist bei mir auch gerade im Chat. Ja, King, mir geht's gut, danke. Und den anderen auch. Heute mal ein bisschen was anderes hier. Mit ein paar mehr Leuten. Völliges Durcheinander. Ich hab jetzt nochmal Wasser reingeschüttet. Ich also eigentlich wie immer. Wir brauchen mehr Wasser. Ja, auch wieder was. Quasi mit unserer lokalen Berühmtheit, dem Spielbe-LP. Also mit Starbesetzung, sagst du. Starbesetzung mit Stargast. Special Guest. So. Was, wir haben einen Stargast? Wen denn? Wir haben Star-Lord im Chat. Star-Lord, stimmt, wir haben Star-Lord im Chat. Habt ihr auch einen Knast, um euren Chef wegzusperren? Ja, haben wir. Ich hoffe, der wird nicht benutzt. Wer ist denn der Chef? Das ist eine gute Frage. Der wird bei uns auch der wird bei uns standardmäßig und quasi schon fast historisch bedingt immer am Ende des Livestreams benutzt. Da wird immer irgendeiner eingesperrt und dann wird das Schiff versenkt. Ich finde das immer so schön, wie du das so neutral formulierst. Da wird immer irgendeiner eingesperrt. Hallo, ich war's auch schon. Nur weil du beim letzten Mal dran warst, musst du jetzt nicht so tun, als ob. Ach stimmt, du warst ja das Versuchskaninchen. Ja stimmt, du warst der Erste, hast recht. Da war was. ich war der Erste meiner Art. Ich hab arg versehentlich mit reingebracht, da wurde ich auch schon eingesperrt von euch. Oder freiwillig da reingegangen, wie auch immer. Das ist jetzt hier die Insel, wo wir das Rätsel lösen müssen, ne? Genau. Kannst du die Trompeter im Schatten des Gipfels gen Westen mit Musik erfüllen? Warte mal, Westen muss denn Dankeschön. Westen. Okay, da ist ein Huhn und hier ist... Ja, da! Stimmt, da sind Trompeter. So, ich pack mal mein Instrument aus. Das hat mir bisher noch nichts gebracht hier. Vielleicht sind das nicht die richtigen Trompeter, weil guck mal, wir sind ja hier. Ist es hier Westen? Das ist Norden, wir sind hier im Norden. Guck mal, wenn ich aufs Meer gucke oder wenn ich das Ding angucke, wir sind im Norden. Das ist, glaube ich, hier nicht richtig.
Ist nur so eine Vermutung. Aber Westen, warte mal, Westen wäre ja... Da, wo von mir aus gesehen, stehst du jetzt gerade am Westen. Genau, das wäre ja da drüben dann, aber... Ach, warte mal, hier unten vielleicht. Aber das ist ja verwirrend. Also... Wenn du überhaupt, weißt du überhaupt nicht, wo ihr seid. Völlig orientiert. Das kenne ich, das Gefühl. Das ist ja nichts Neues. Hier seht ihr Trompeter, ich hab sie. Echt? Direkt neben dem Wasserfall müssten sie sein. Warte mal, ich nehme mal, spiel mal. Wie viele Trompeter gibt's hier eigentlich auf dieser Insel? Ich falle runter. Hast du es? Ich hab's ja. Dann sind das hier Fake-Trompeter, die wir gefunden haben. Die machen einfach Cosplay, die Schweine. Das sind gar keine richtigen. Was soll ich machen? Ja, das ist Trompeter. Was habt ihr denn für Trompeter gefunden? Andere Trompeter. Einfach andere Trompeter. Das waren nicht die richtigen, das waren falsche Trompeter. Die haben sich als Trompeter ausgegeben, aber es waren gar keine. Das waren Geigenspieler. Ja, es war Geigoleros waren das. Ja, King macht das. Das waren Geigen-Trompeter. Geigoleros, okay. Was ist denn das hier? Kann einer von euch den Text lesen? Entdecke die gemalten Federn weit oben gen Nordwesten in diesem Land und nimm die Laterne in die Hand. Geigoleros. Und weit oben müssen wir bestimmt auf den Berg hier auf. Genau. Auf den Hügel. Da steht Hügel ja Nordwesten, warte mal. Ja, das ist ja. Ist der Wasserfall. Das muss ja. Ah, hier ist das. Das sind dieselben Trompeter. Ja, I shit you not. Das ist dasselbe Symbol. I shit you not. Das sind dieselben. Ja. Das ist dasselbe. Doch, die sehen genauso aus wie die unteren. Absolut. Absolut und 100%ig identisch. Sag mal, kannst du das lesen hier drauf, Captain? Wo? Steht bei dir unten der letzte Text, steht der bei dir komplett da? Bei mir steht da irgendwas mit gemahlenen... Decke die gemalten Federn weit oben bei mir im Nordwesten in diesem Land und nimm die Laterne in die Hand. Das ist das, was bei mir auch steht. Das habe ich auch schon vorgelesen, genau. Bei mir steht nur, entdecke die Ach, du trinkst doch. Ich habe die gemalten Federn. Keine Ahnung. Wenn das die richtigen sind. Steht nur die Hälfte da. Nimm die Laterne in die Hand. Du musst überall aufpassen. Ich hab's. Na, sehr gut. Es waren die richtigen Federn. Voll verbuggt. Keine Fake-Federn. So, jetzt. Ach, der Steinwächter am Pass durch die Schlucht, den hatten wir schon mal. Das weiß ich noch, aber ich weiß nicht mehr, wo der war. Bringt die geile Tätowierungen hin. Am Pass durch die Schlucht. War das nicht da unten, wo wir vorhin das Sprengfass gefunden haben? Welche Richtung? Die Schlucht ist schon das, wo da die Höhlen unten sind, oder? Die Eingänge. Ja, hatte ich jetzt auch vermutet. Ich 1, 2, 3, 4. Ja, ich hab'n. Okay. Sehr gut. Hervorragend. War nur die eine hier auf der Insel, ne? War nur die eine, ja. Ob unsere Pflanzen... jetzt die Fahrt abgeschlossen. Weil die ganze Arbeit eigentlich für eine Kiste war. Ob unsere Pflanzen jetzt vergammelt sind schon? Scheiße, stimmt, hatte ich gar nicht drauf geachtet. Also das überhaupt noch gültig? Aber da hätten wir schon eine Nachricht gekriegt, oder? Fahrt abgelaufen. Da haben wir nicht noch... Wir haben noch... Nicht die komische Heultruhe noch... Ah, nee, die hat ja nicht funktioniert, ne? Die war jetzt... Die haben wir jetzt den Bug-Using. Wo ist eigentlich unser Schiff? Ich weiß es nicht. Ich renne hier schon seit 5 Minuten planlos über die Insel. Sehr gut, ich sehe das, ja. Ich renne mal hinterher. Lasst uns alle in einer Reihe planlos über die Insel rennen. Und in einer Tour hörst du von ihm immer nur, ich weiß nicht, wo ich bin, ich weiß nicht, wo ihr seid. Ich hol mich ab. Ich kann euch nicht finden. Wo bist du denn? Ich bin hier bei der Palme. Ach ja, alles klar, komm, ich hol dich. Was? Ach, aber der Palme. Also, bei der Palme. Auf Höhe unseres Schiffs ist mindestens ein Skelett mit einem Fässchen in der Hand. Ist ja die Höhe. Bam, jetzt nicht mehr. Guck, da kommen sie ja. Wir kommen. Hallo. Da hinten ist irgendwie ein Spieler ohne Namen, oder? Oder ist das. Ah, ne, okay, alles gut. Spieler ohne Namen. Ich hab die Namen nicht gesehen vom Tomek gerade. Der Namenlose. Der Ortssplitter 01. Der Ortssplitter 01, genau. Ich bin nicht mehr der Ortssplitter 01. Du wirst es immer bleiben. Sehr schön. Niemals! Ich werde gerade gefragt, ob ich Merch habe. Nein, tatsächlich habe ich keinen Merch. Warum also eigentlich nicht? Geschrieben aber M-Ö-R-T-S-C-H. Also, Merch. Ich glaube, hat jemand Wasser mitgebracht eigentlich für die Pflanzen? Naja, können wir ja. Kann ich nochmal holen. Warte. Die pinkeln doch die ganze Zeit. Die müssen doch. Ich stehe doch hier noch im Wasser.
Und dir geht's noch gut eigentlich. Ja, ich hab jetzt nochmal Wasser im Eimer. Sicher, sicher. Sehr gut. Ich hab noch Kotze im Eimer. Das auch? Das tut's auch. Hallo, Hunter. Die sind nicht wählerisch, die Pflanzen. Die sind da nicht so. So, jetzt aber nach Norden, oder? Ich mach mal einen Anker hoch. Was halt näher dran ist, ich glaube, wir sollten langsam verkaufen gehen. Also, wir haben zwar, glaube ich, noch echt viel Zeit, aber. Ja, viel Zeit haben wir, glaube ich, noch. Naja, langsam. Ich sag mal, direkt am Norden ist ja ein Außenposten direkt neben Lone Cove. Können wir auch hinfahren. Quasi. Na dann, nach Norden. Straight Norden. Wer denn Sanctuary eigentlich? Achso. Was ich glaube, der Schmuggler's Bay. Der Anker ist gleich oben. Vielleicht glaub, sollte ja, schon ne? jemand nach links einschlagen. Nur so als. Ist schon alles passiert. Sehr gut. Wunderbar. Bin schon besoffen. Lieber, das musst ihr merken. Irgendwer von den Beinen kümmert sich immer schon. Okay. Das ja. genauso. Weil ansonsten ja. würde hier nie was zustande kommen. Richtig. Genau. Andere Frage. Glaubt ihr eigentlich, dass über der Captain's Kabine da irgendwann mal ein Namensschild hinkommen kann? Generell vielleicht sollte man fragen, ob überhaupt noch mehr Customizen-Möglichkeiten halt ins Spiel reinkommen für die Schiffe, ne? Weil ja. es gibt halt immer an vielen Stellen so Ecken, wo man das erwarten könnte, dass es so ist. Genauso wie halt hier bei diesem Schild über der Captain's Kabine. Aber irgendwie, da passiert irgendwie nicht so viel, ne? Da das ist die Frage. Also sie bereiten ja immer viel vor, ne? Also du hast ja, kommen ja immer so nach und nach immer so ein paar Sachen, wo man sich mal fragt, wofür könnte das gut sein? Und hofft denn, dass es im Endeffekt dann nachher so ist? Also vielleicht dazu mal was ganz anderes. Rare ist ja dieselbe Firma, die das N64-Spiel Banjo-Kazooie entwickelt hat. Und in ja. Banjo-Kazooie gibt es bis heute Ecken, wo Geheimnisse zu finden sind, an die man nicht rankommt, weil das einfach nie eine Rolle gespielt hat und nie aufgegriffen wurde. Also vielleicht folgen sie einfach nur ihrer Tradition, man weiß es nicht. Star-Lord schreibt gerade, da kommt nichts mehr für. Also wahrscheinlich wird das Schild nehmen wir stark an. Schade. Warum nicht? Warum nicht? Also, liebes Rare, Entwicklerteam von Rare, jetzt mal unter uns. Ihr wisst ja, ihr guckt zu. Ja, genau. Unter uns Gebetsschwester. Genau, also zwischen uns. Ja. Ihr könnt ja mal hier ein paar Sachen abkühlen, ne? So ein paar Änderungen. Es kann ja auch einfach überall Captain Yamato stehen. Ja. Das ist ja egal. An jedem Schild, auf jedem Schiff. Aber das ist schade, dass das nicht kommt irgendwie. Also, dass man seinem Schiff keinen Namen geben kann, dass das dann einfach da steht. Ich meine, Achtung, es grummelt. Was? Ah, kommt doch nichts. Wo? Wer? Oh ja, da ist er. Aber es ist ein normaler, oder? Der hat keine Farbe. Das ist auch wieder so lila wie der von vorhin, würde ich sagen. Echt? Also, bei mir ist halt ja gar keine Farbe irgendwie. Bei mir ist er auch einfach nur blau. Also, so blau, ja, halt so standardblau. Dann lassen wir den aber, oder? Außer einer will von denen, hat den noch nicht von euch. Den könnte man natürlich machen. Den normalen habe ich, aber die Frage ist, habe ich da das Achievement? Wo war das aufgelistet nochmal? Bei Ansehen. Bei Ansehen und dann welcher Reiter? Dann Schiffsratten. Schiffsratten. Und dann Schätze im Nebel. Schätze im Nebel. Welcher ist der normale von denen? Der Hungernde. Ich habe noch. Steht denn das? Ich habe nur eins, also anscheinend brauche ich den noch tatsächlich. Das ist in der ersten Reihe das vierte von denen. Den Hungernden habe ich auch noch nicht. Attacke! Stimmt, dann auf ihn, genau. Wo ist er? Umdrehen! Haben wir genug Kugeln? Ja, ich habe ja gelootet. Ja, stimmt, genau. Ich erinnere mich. Achso, alles gut. Ist er noch da? Ja, da hinten. Danke. Ja, trotzdem. Aber der dreht schon ab, glaube ich. Oder? Der ist so inaktiv. Ah, der kommt wieder. Ist doch hinter uns direkt. Okay. Also wenn wir weiter den Bogen drehen, dann... Geh mal ein bisschen Segel raus hier. Ich bin von Bord gegangen. Nein! Warum denn? Wo ist er denn jetzt? Nein! Links war er beim letzten Mal. Links müsste er sein irgendwo. Warte mal hier. Ich mach ihn jetzt mit dem Messer. Messer ihn. Lass dich von ihm verschlucken und dann säbel ihn von innen nach außen kaputt. Genau, die ganzen Superhelden in den Filmen immer. Ich filetiere ihn von innen nach raus. Genau, mach ihn Messer, Junge. Wie der Iron Man, der hat das auch so gemacht. In Avengers. Wenn das bei dem funktioniert. Nö, dann müssen wir in die Richtung. Wo kann man denn her? Ja, gute Frage. Dreht mal noch weiter nach links, bitte. Dann kann ich wieder einsteigen. Also dich sehe ich, aber der Hai ist nicht mehr da. Wir haben eine ganz gut parallel laufende Linie jetzt hier. Ich bin gleich wieder an Bord. Ich sehe dich. Komm schon, ihr seid ein bisschen zu schnell. Schnell?
Ja. Wir könnten. Oder? Nee. Es gibt leider keine Handbremse so. Ja. Ha, da ist er wieder. Kann weitergehen. Sehr gut. Na? Wo kamen wir denn her eigentlich? Also, wo kamen wir denn? War der denn? Ah, da ist er. Rechts von uns. Rechts von uns? Ach, da! Guck genau auf uns zu. Was? Guck genau auf uns zu. Schon mal schieß, in der kommt seine genau Richtung. Da, ah, ist er, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Er ist noch recht weit weg, aber. Guck, eine Kanone. Er ist abgetaucht, oder? Nee. Nee, es täuscht so ein bisschen. Das täuscht so ein bisschen. Der wahrscheinlich. Keine Kugeln mehr. Ja, hier ist nichts drin. Hier ist auch nichts drin. Ganz weit weg sind alle drin. Das sind nur noch 26, so, nur so als Tipp. Ja, ich habe auch gerade noch 10 rausgenommen. Schon mal. Jeder Schuss ein Treffer. Okay. Man hört irgendwie gar nichts. Der ist auch extrem weit weg. Vielleicht, ja, vielleicht sollten wir einfach warten, bis er näher ran ist, bevor wir schießen, oder? Ja, da kommt man, oder? Hm? Der ist abgetaucht. Ja, nee, da hinten ist er. Rechts. Halt mal in die Richtung, so ungefähr. Der schwimmt weg. Das ist ja der Spielbär. Ja, das ist der Spielbär. Special Guest heute hier bei uns. Moinsen, ich grüße alle Zuschauer beim Captain. Dankeschön. Er ist weg, der Hai, schon wieder. Der ist weggeschwommen. Nee, vorne, direkt voraus. Direkt voraus ist er. Er schwimmt auf uns zu. Ach da, jetzt sehe ich ihn auch. Ah, da kommt er. Los. Ich glaube, der ist böse. Nahkampf. Nacktkampf. Wir müssen ihn reiten. Oh, der war zu nah dran. Wir können ihn bestimmt zähmen. Zähmt ihn, genau. Ich hab keine Bären. Hey, er muss einen Sattel bauen, schnell. Irgendwer stöhnt hier. Entschuldigung. Oh, er kommt. Oh. Entschuldigung. Ich bin alt. Ah nein, wie hat er mich denn jetzt noch erwischt? Oh scheiße, ich bin fast tot. Da unten wahrscheinlich, das ist schlimmer. Achso, ich habe noch Kugeln. Ich bin fast tot, ich bin über Bord gegangen, bin fast tot. Wie über Bord? Wie? Mehr ist über Bord. Ich schwimme euch hinterher, ich versuche euch den Weg abzuschneiden. Das wird bestimmt klappen. Ja, das haben wir eben auch gemacht. Oh, links. Raus das Wasser, nicht wieder rein. Bestimmt. Ja genau, bleibt einfach so. Blöde. Bin unter Deck gefallen. Oh scheiße, er ist direkt an mir vorbeigesprungen. Ja, sehr gut, irgendwer hat ihn getroffen. Ja. Ah, Gott. Wo ist das Schiff, Ah, der ist so schnell. Da. Ah, was denn das? Oh shit, ich muss noch. Ihr müsst doch die Kanonen wieder laden. Ich würde das ja machen, aber ich bin gerade ein bisschen mit Schwimmen beschäftigt. Ah, er ist durch mich durchgeschwommen. Ich war in ihm drin gerade. Wie sieht das aus? Was schlimm drin? Es war sehr durchsichtig. Da kommen übrigens zwei Schiffe auf uns zu. Nein, so. Nicht wirklich, oder? Doch. Die wollen auch den Fisch. Ach, aber ich weiß nicht, ob die jetzt beide auf uns zukommen. Ich konnte es gar nicht so schnell sehen. Ich gehe mal nach oben und schau mal. Oh, das ist noch ein Hai. Ein zweiter ist hier noch. Ein Babyhai. Achso, der Kevin. Ach so, ein Babyhai. Oh Gott, Kevin, noch einer. Übrigens, wir haben ihn getroffen, Kevin. Ah, Kevin? Okay. Alter, wie das ausgesehen. Ja, der Captain ist auch im Wasser. Captain, da war die Kanone nicht geladen. Ah, oh Gott. Schwimmen! Haie, alles ist hinter mir her! Die ganze Welt ist hinter mir her! Captain und Spiebe über Bord! Ist einer gerade unten und macht die Löcher zu? Wahrscheinlich nicht, hä? Okay, ich war zwar unten, aber auf die da. Hinter dir! Nein, sie kriegen mich, sie werden mich kriegen! Tot. Nein! Mach die Löcher zu! Wie, ich wo? Holz. Ja, ich mach schon! Banane! Mach du oben weiter! Ich glaub, wir haben keine Bananen mehr! Ich hab noch welche im Inventar, jetzt sind sie weg. Ich hatte welche. Oh nein. Also eins von den Schiffen da hinter uns hat übrigens eine rote Flagge. Nur so, by the way. Okay. Ich versuche. Karte gesehen. Aber ich weiß nicht, ob der sich gerade mit dem Zweimaster da anlegt. Carlos, danke. Ich bin noch nicht so sicher. Komm. Danke, machen wir heute. Ja, gucken wir mal. Die Salzbanane. Aua. Diese kleinen Schweinehaie, diese Mini-Babys hier. Nein, ich bin tot. Sie haben mich erwischt! Sie haben mich aufgegessen! Ich wurde aufgegessen! Wir haben hier soweit alles unter Kontrolle. Hier ist einer auf dem Geisterschiff, der nennt sich Zonkies. Ah! Na toll! Hast du ihn? Nein! Ich bin auch von Bord gefallen! Ich bin auch da! Du musst Löcher zumachen! Du bist gerade übrigens allein an Bord.
Na toll, ich muss erstmal Banane essen. Ich muss dringend aufs Klo. Hast du es? Hast du es nicht? Ah, Kevin! Schnell, oh, komm, geh auf Kevin. Tür! Kevin! Ja. Alles sind drei. Sah aus wie okay. Vier. Wo seid ihr? Ja, ich schwimme hier rum. Ah! Wie wäre es mit einem Mann über Bord Manöver? Wie wäre es mit einem Bord über Mann Manöver? Das wäre auch gut. Ich bin tot. Au! Ich auch gleich. Nein, 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 nicht sterben. Au, jetzt wir haben dezente Schlagseite. Irgendwann. Mach Löcher zu. Wenn ich das ja, habe ich schon. Sollen, Löcher anker einfach zu. Lass einfach ankern. Ja, grundsätzlich ist das nicht, ist das nicht doof. Nur. Das sieht aber gut aus hier unten. Oh oh, hier ist auch noch die shit. Dings gerade aufgetaucht. Ja, stimmt. Ja. Geisterschiffe. Yeah. Skelettschiff. Das hat goldene Segel. Das ist eins von den krassen. Oh, yeah. Krass, na, super. Wir haben keine Kugeln mehr. Das na, scheiße. Lasst uns abbauen. Wir sind voller Loot, haben Pflanzen, die Wasser brauchen und haben keine Kugeln mehr. Ach, Wasser haben wir genug im Bauch. Das ist nicht das Problem. Genau. Nein, ich bin schon wieder runter vom Schiff. Gott. Also ich würde ja vorschlagen, wir treten den taktischen Rückzug an. Nehmt mich mit. Lass mich nicht hier. Es ist schön, wie dieser Schädel, den ich in die Decke reingepackt habe, von hier zu sehen ist, wie er leuchtet. Das ist so gut. Wollt sich jemand um die Löcher? Ja, ich arbeite dran. Okay. Goldene Segel, jetzt sehe ich das. Ich fahre jetzt mit dem Piratenschiff, mit dem Skelettschiff mit einfach. Ja, mach mal. Sorg mal ein ich bin Chaos tot. die kommen. So viel zu der Idee. Wer ist denn die? Ach, die. Ja, die komischen Skelettschiffe.